Liebe Delegierte, sehr geehrte Vorstände, werte Mitbewerber, sehr geehrte Damen und Herren. Ich sehe dies hier als eine Art Bewerbungsgespräch vor vielen neuen Vorgesetzten. Darum möchte ich mich Ihnen noch einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Ute Reiners, ich bin 54 Jahre alt, seit 34 Jahren glücklich verheiratet. Unser Sohn Christian ist 26 Jahre alt und ebenfalls AfD-Mitglied. In dieser Hinsicht habe ich also schon alles richtig gemacht. Der AfD bin ich im August 2013 beigetreten. Vor der Bundestagswahl 2013 habe ich bereits Flyer an die Haushalte meiner Heimatgemeinde verteilt, ohne zu wissen, dass es bereits einen Kreisverband Viersen gab. Zur Wahlparty anlässlich der Bundestagswahl traf ich dann viele Mitglieder meines Kreisverbandes erstmals persönlich. Der Kontakt blieb, weil ich unbedingt aktiv mitarbeiten wollte in dieser jungen Partei. Ich war froh darüber, endlich eine Partei gefunden zu haben, in deren Kreis ich meine politischen und gesellschaftlichen Vorstellungen wiederfand. Die Menschen, die ich in der AfD treffen durfte, zeigen meine Liebe zu unserem Vaterland und sind, wie ich, stolz auf das, was wir als deutsches Volk in unserer langen Geschichte erreicht haben. Von diesem Zeitpunkt an fuhr ich zu den meisten Landes- und Bundesparteitagen und besuchte Versammlungen des Kreis- und gelegentlich aus des Bezirksverbandes. Ich hatte endlich Menschen gefunden, mit denen ich mich politisch verbunden fühlte. Vor der AfD war ich weder Mitglied noch Sympathisant einer der Altparteien. Es gab keine politische Heimat für mich. Bei der nächsten Vorstandswahl Mitte 2014 in unserem Kreisverband wurde ich zur Wahlsitzerin gewählt und übernahm sehr gerne das Amt der Schriftführerin. Zur Kommunalwahl trat ich als Direktkandidatin in meinem Wahlkreis an. Seit eben dieser Kommunalwahl bin ich nun Mitglied in verschiedenen Ausschüssen im Kreistag. Im Kulturausschuss, im Finanzausschuss, im Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit bin ich als Sachbundbürgerin tätig. Liebe Delegierte, sollten Sie mich zur Landtagskandidatin wählen, werde ich mein Bestes und noch mehr geben, damit die Politik in unserem schönen NRW wieder bürgernah und ehrlicher gestaltet wird. Nordrhein-Westfalen liegt mir am Herzen. Nach den letzten Wahlerfolgen und dem Einzug in verschiedene Landtage werden wir noch kritischer beäugt. Für die Zukunft wird es daher sehr wichtig sein, uns in konstruktiver Arbeit im NRW-Landtag zu beweisen. Daran möchte ich unbedingt mitarbeiten. Neben der Asylkrise, die eines unserer wichtigsten Themen ist, gibt es aber auch andere wichtige Themen, wie zum Beispiel den Verbraucherschutz. Das Thema Glyphosat, krebserregend oder nicht, je nachdem, wer die Studie darüber in Auftrag gibt, sollte unbedingt von uns behandelt werden. Massentierhaltung und Tiertransporte und die dadurch bedingten Antibiotikaresistenzen. Die jetzige Regierung nimmt wissentlich in Kauf, dass wir durch diese Stoffe krank werden. Einführung der Lebensmittelampel. Welche Inhaltsstoffe sind schädlich für die Gesundheit, welche nicht? Gemüse im deutschen Supermarkt, fast ausschließlich Klasse 2. Klasse 1 wird in andere europäische Länder verkauft. Stoffe in Lebensmitteln, die da absolut nicht hineingehören. Pferdefleisch in der Lasagne, Mineralöl in der Kinderschokolade und in der Salami, Analogkäse und Gammelfleisch. Gäbe es faire Milchpreise, wären viele Subventionen für die Landwirtschaft gar nicht nötig. Meine Damen und Herren, es geht um unsere Gesundheit und um die Gesundheit unserer Kinder. So kann es nicht weitergehen. Und das ist nicht das einzige Problem. In NRW gibt es massenweise Fehlentwicklungen. Die rot-grüne Regierung hinterlässt ein Trümmerfeld. Das Land braucht die AfD. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Bildungspolitik. Wir hören immer wieder, dass die Lehrer Schwierigkeiten mit der Inklusion haben. Es gibt viel zu wenige Pädagogen, die für diesen Unterricht speziell ausgebildet sind. Es müssen mehr Lehrer eingestellt werden, damit nicht zu viele Schulstunden ausfallen. Das Bildungsniveau muss unbedingt angehoben werden. Es ist wichtig, dass wieder regulärer Sportunterricht stattfinden kann. Die Kinder brauchen ihre Sporthallen zurück. Es gibt ja immer noch einige Hallen, die für Flüchtlinge bereitstehen oder erst nach deren Auszug umfassend saniert werden müssen. Ich habe von einem Kindergarten in der Zeitung gelesen, in dem 100 Kinder aus 37
35 Nationen betreut werden. Das ist für die Erzieherinnen kaum zu schaffen. Und wir müssen aufpassen, dass unsere Kinder dabei nicht auf der Strecke bleiben. Ein weiteres wichtiges Thema, gerade in NRW, ist die marode Infrastruktur. Die Sanierung der Straßen und Brücken ist dringend erforderlich. Es kann nicht sein, dass einfach nur Schilder aufgestellt werden, die vor Schlaglöchern warnen. Es ist sicherlich die deutlich preiswertere Variante für das Land. Aber für uns ist das unzumutbar. Warum reichen die Mineralöl- und Kfz-Steuer nicht aus, um die Straßen und Brücken zu sanieren? Wohin verschwindet unser Geld? Beim Thema Geld und Steuerverschwendung fällt mir etwas ein. In der letzten Woche klingelten gegen Abend zwei Schülerinnen der ortsansässigen Realschule an unserer Tür. Die Mädchen wiesen sich aus und erzählten, dass sie für die Kinderklinik in Viersen sammeln. Der Kinderclown, der die Kleinen ein wenig im Klinikalltag aufmuntert, könnte nicht mehr finanziert werden. Für alles ist Geld da. Für die Eurokrise, die Rettung der griechischen Banken, die Energiewende, die Asylanten. Aber solche sinnvollen Maßnahmen werden eingestampft, wenn der Bürger sich nicht selbst darum kümmert und Spenden sammelt. So kann und darf es nicht weitergehen. Es wird höchste Zeit, dass wieder Politik für den Bürger kommt. Es wird höchste Zeit, dass sich auch um unsere eigenen Interessen gekümmert wird. Und es wird höchste Zeit, dass die Politiker dem Volk wieder dienen. Wir, die AfD, sind die, die mit Stolz, Mut und Rückgrat für die Freiheit in diesem Land eintreten. Und Freiheit ist auch das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören möchten. Und genau das, liebe Kollegen, möchte ich gerne im Landtag tun. Ich möchte doch unbequem sein, ich möchte doch kämpfen. Für die AfD und vor allem für unser Land NRW. Danke.